Ja, Alien-Stützpunkt zerstört und Deathpost wurde zum Feenrich befördert. Herzlichen Glückwunsch. Damit sind jetzt alle uns bekannten Stützpunkte ausradiert, so wie es aussieht. Und wir haben nur noch eine Fabrik auf Piktor. Die werden wir jetzt angreifen. Abfangeinsatz gestartet. Und wenn wir das fertig haben, dann machen wir erstmal Pause. Wichtige Nachricht. Okay, Einsatz starten. Starbase One. Die sollten ja reichen. Abfangeinsatz gestartet. So. Und wir haben gesehen, wohin der Transporter geflogen ist. Aus Formation ausbrechen und alle Ziele beschießen. Aufschließen und laden. Was meinst du, was ich gerade mache? Wir gehen rein. Angriff beginnt. Angriff beginnt, das sag ich dir. Und nix hier weg hier. Mich auch. Ab nach Hause! Abbrechen und zum Stützpunkt zurückkehren. Ab nach Hause! Wieder einer weniger. Ja! Auftrag ausgeführt. Sehr gut. Damit sind uns alle bekannten Alien-Außenposten vernichtet. Uns Bekannten. Und wir haben noch was rausgefunden. Wo ist Archer? Da. Irgendwas ist im Archer-System. Wir werden da gleich mal hinfliegen. Zurück in den Brutpool, Alien! Verstanden. Verstanden. Gebt dir Feuerschutz. Ich visiere den Schlepper an. Jetzt den Frachter. Ausbrechen und zum Stützpunkt zurückkehren. Alles klar. So. Alles klar. Wir haben Alien-Frachter gekapert. Ufer haben wir auch gekapert? Okay, alles klar. So, und damit ist die uns bekannte Galaxie jetzt erstmal sicher, aber ich möchte ins Archer-System fliegen. Abfangeinsatz gestartet. Gut. Damit speichern wir das Spiel. Werden eben mal Hunter-Sonden produzieren. Oder Jägersonden.
Ich brauche mal 10 Stück davon. So, das ist die Tarnvorrichtung. Aufgrund des Energieverbrauchs und der hohen inneren Reflektionskraft des Feldes können Schiffe nicht zielen und ihre Waffen nicht feuern, solange sie getarnt sind. Ja, das ist klar. Jeder, der Star Trek kennt, der kennt das Problem. Ja, ja. Aber wie gesagt, lest es euch mal durch. Ich lese es jetzt erstmal nicht vor. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Ja, der passive Tarntorpedo, den erforschen wir auch gleich so gleich mal. Und wir warten jetzt. Ist in Ordnung. Nachricht erhalten. 10 Millionen kriegen wir, keine neuen Außenposten, keine haben es verlassen. Phänomenal. Forschungsinfos heruntergeladen. Und da haben wir den Phantasm. Die Phantasm hat beträchtliche mehr Waffen als jedes XCOM-Schiff. Vor allem im Bereich der Strahlwaffen. Und ist somit eine sehr ernste Bedrohung. Die Rolle dieses Schiffes ist in erster Linie offensiv. Es stellt häufig die Vorhut bei Angriffen auf XCOM-Stützpunkte und Außenposten dar. Obwohl ein großer Teil der Technologie dieses Schiffes auch auf Alienschiffen anderer Klassen zu finden ist, besitzt die Phantasm verschiedene typische Merkmale, die zu Fortschritten bei Schildenantrieben und Zielsystemen führen können. So, jetzt haben wir, dann können wir transdimensionale Felder erforschen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Gut, da sind meine Jägersonden. Und wir haben eine Nachricht abgefangen. Ja. Wahrscheinlich sind die Aliens etwas erbost darüber, dass wir ihre ganzen Sonde gestartet. Damit, ich möchte jetzt mal hier Sonden hinschicken. Sonde gestartet. Verschwand im schwarzen Loch und wurde zerstört. Okay. Sonde gestartet. Ich möchte die mal hier hinschicken. Sonde gestartet. Sonde Kronos. Gestartet. Und ich werde mal was in der Praxis hinschicken. Sonde gestartet. Okay, also hier ist nicht. Aber ihr könnt. Aber ihr seht, die fliegen noch um die Ziele rum. Forschungsinfos heruntergeladen. Das ist die psionische Verstärkung. Obwohl das Prinzip der psionischen Verstärkung bereits im Ersten Weltkrieg untersucht wurde, ist diese Technologie nie voll entwickelt worden. Die Analyse gekaperte Psi-Blaster hat uns Einblick in das Design psionischer Waffen verschafft und zu vielen neuen Anwendungsmethoden dieser Technologie geführt. Was können wir jetzt wieder erforschen? Psionische Holographie. HNN Grenznachrichten. Neue Nachrichten.
Dutzende Verletzte bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Kultmitgliedern. Also der Kult von Sirius schlägt schon wieder zu. Mehr als 30 Menschen mussten in Krankenhäusern eingeliefert werden und Hunderte wurden verhaftet. Als Mitglieder des Sirius-Kultes bei ihren Protesten gegen die Misshandlung und Verfolgung unserer Alien-Brüdern im Grenzbereich auf der Congressional Plaza von friedlichen Protestgesängen und Plakaten zu Betäubungsgas und Brandgranaten überging. In Zusammenarbeit mit MARSEC-Sicherheitskräften gelang es den Kongresswachen, die Demonstranten in Schach zu halten und die Gewalttätigkeiten zu beenden, bevor die Situation völlig eskalierte. Als Reaktion auf die Ereignisse befahl Premierpräsident Haley die sofortige Festnahme des Sektenkopfes Reis Markus. Markus, der sich widerstandslos den Sicherheitskräften stellte, leugnet jede Vorkenntnis des Zwischenfalls, lobt aber seine Anhänger für ihre Bereitschaft, ihrem Gewissen zu folgen. Ja. Wir speichern. Alien-Gebrauchsschiff aufgespürt. Oh, Phantasm und Alien Shade. Oh, shitte. Gut, ich würde sagen, wir machen dann Schluss für heute. Und ich würde sagen, wir hauen den etwas auf den Putz. Gleich in der nächsten Folge. Aber erstmal wollte ich was gucken. Ha! Die 50 Stück sind schon wieder weg, ey. Heftig. Die sind ja echt Sidestep-Launcher. Parallax-Torpedos haben wir noch genug. Wir bestellen ja mal davon was zum Testen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen Schluss hier und sind mal gespannt. Ich würde sagen, sie fliegen zu Starbase One. Was diese Flotte auf sich hat. Oder was sie vorhat. Also, dann bis später. Tschüss.